Ja. Nö, du musst... Feuerholz. Ja, komm. Wo ist mein Feuerholz? Da ist mein Feuerholz. Wir hätten gerne 500... Feuerholz. Wir hätten gerne alles an Iron Tools, das wir haben, denn wir wollen nur noch selber Stahl Tools benutzen. Hide Codes auf keinen Fall. Oh, wir können noch runterscrollen. Wool Codes nicht, Warm Code nein. Pekannüsse. Wir könnten eine Baumfarm machen später auch noch. Aber von den Pekannüssen bin ich irgendwie traumatisiert von unserer Mini-Farm hier, die war so ineffektiv. Ne gut, das passt erstmal. Also 400 Bohnen, 400 Cabbage, 500 Feuerholz, weil die restlichen 500 reichen dann für den Winter. Und ich hoffe, du wartest zu lange. Ernte wird reingeholt. Wir haben jetzt schon Herbst. 6000, naja. Naja. So, das Haus wurde bezogen. Die Häuser wurden umgesetzt. Das Haus ist gleich fertig. Okay, das heißt, wir können jetzt im Winter die Häuser abreißen. Das Häuser abreißen dauert eh immer ewig. Also ich sag mal, du kannst weg. Und ihr beiden könnt erstmal weg. Das machen wir einfach etappenweise. Und dann gucken wir weiter. Du kannst schon mal auf 3 reduziert werden. Du kannst auf 3 reduziert werden. Wir haben Todesfall an Altersschwäche, das ist okay. Essen ist bei 7000. Wir haben gleich 1 Grad und das Essen wird schlecht. Schade, schade, schade. Storage Barn ist fertig und wird schon benutzt, sogar von den Fischern. Ja, stimmt eigentlich, die Fischer müssen ganz schön weit laufen. Ah, sehr schön, dadurch werden die hoffentlich effektiver. Und Essen friert, jo. Das heißt, du 3 Arbeiter und du 3 Arbeiter runter auf 15. So. Was machen wir diesen Winter? Dass uns die nächste Ernte versauen könnte. Holz brauchen wir nicht. Stein und Eisen. Können wir eigentlich später importieren. Später, ja. Ich würde gerne eigentlich alle meine... Oh, die Arbeiterdings ist weg. Ich würde gerne alle meine Arbeiter losschicken, Rehe töten. Also Bogen in die Hand und gib ihm, aber das klappt nicht so wirklich. Also primär wegen dem Leder. Damit wir mehr Sachen herstellen können. Was fehlt dir gerade? Dir fehlt Wolle. Ja, es geht ganz langsam. Sind schon bei 18 Wolle pro Jahr. Eisen. Ja, wir könnten über den Winter mal ein paar Leute in die Mine schicken. So, 15. Und noch ein paar Stonecutter. Wir könnten zwar sterben, aber es ist dann halt so. Das heißt, wir haben jetzt 15 Farmer, die nichts zu tun haben im Winter und die sammeln die ganzen Sachen ein. Und die Häuser sind weg. Das kam jetzt unerwartet. So, Schneider müssen wir noch reduzieren. Gut. Das Obdachlosenhaus wurde bisher noch gar nicht genutzt. Hat denn irgendjemand jetzt kein Haus? Können wir das hier irgendwo nachgucken? Wir haben keine Nomaden, na gut. Educated 91%. 99% haben Kleidung. Warum nur 99%? Wir haben doch hier Mäntel. Ich sehe keine Obdachlosenzahlen. Ist nicht so gut. Trade Items. Nö, also es scheint soweit okay zu sein. Also wir haben ja auch nur 2 Häuser und den Schneider abgerissen und wir haben 2 Häuser gebaut. Da und da. Die auch gleich in Beschlag genommen wurden. Ich glaube, wir könnten hier noch 1, 2 Häuser hinbauen. Da sind ja recht viele Farmen. Obwohl, die können auch da wohnen. Das ist...
Müssten hier unten wieder Häuser bauen. Du Wald. Na gut, ein Haus wird nicht stören. Also wir bauen jetzt ein Haus hier an die Straße. Flo. Wir werden absolut kein Problem mit Feuern haben, wenn dann irgendwann eins kommt. Also ja, das hier könnte verbrennen, aber wir haben jetzt außenrum auch überall Häuser. Und ich glaube, genauso ist es auch geplant. So eine kleine Farm, daneben ein Haus, ein Storage-Barn, ein Stockpile und eine Straße zu dem nächsten Cluster von sowas. Der produziert richtig viel Holz. Das Ding ist fast voll, ja. Müsste mal abgeholt werden. So. Also hier in dem Block müssten die beiden Häuser noch weg. Wir haben es Anfang Winter. Ja, es fängt erst im Frühling an. Denke ich mal. Ich glaube, die beiden Häuser mussten auch noch weg. Und die Straße sowieso. Zack. Haben die Bilder noch mehr zu tun. Wo war das Ding? Da. Market. Ja, die Häuser da oben mussten definitiv auch weg. Schade um die Steinhäuser. Aber gut, wir kriegen den Stein wieder. Ist nur halt die Frage, wie viel davon. Altersschwäche, 2 neue Arbeiter. Noch ein Arbeiter. Nur noch 14 Kinder, 13 Studenten. Ist ein super Zeichen dafür, dass wir jetzt eigentlich mehr Häuser bauen sollten und nicht Häuser abreißen. Und der Trader ist weg, weil ich vergessen habe zu handeln. Schade. Aber na gut, die Rohstoffe sind jetzt schon mal da. Das ist das Wichtigste. Die beiden werden abgerissen. Bist du immer noch einigermaßen effektiv? 1000 Fleisch und 30 Leder. Du bist hammermäßig effektiv. Scheiß auf den Wald, echt. Oh, 720. Sehr schön. Also das Experiment ist ein voller Erfolg. Oh, Friedhof, Pause. Friedhof ist fertig. 2 von 64. Das heißt, wir haben jetzt ganz viel Platz für Tote. Steinweg nach unten ist fertig. Steinweg hier hätte ich aber auch noch gerne. Bis Hälfte davon. Bis da. 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 Dass die Leute von ihren Feldern schnell auf den Steinweg kommen, schnell da und schnell wieder zurück. Das heißt, hier bräuchten wir eigentlich auch noch einen. So. Eisen wird gut produziert. Wir haben ja auch viele Leute in dem Dingens drin. Allerdings kommt der Frühling. Das heißt, wir haben jetzt noch irgendwelche Aufgaben verteilt, die ein Laborer normalerweise machen würde. Glaubt, die Wege machen Laborer auch teilweise. Aber wir haben keinen Holzhack, keinen Steinhack, keinen Eisenhackbefehl verteilt. Also müsste es eigentlich okay sein, dass die jetzt alle gleich auf ihre Felder laufen. Gucken wir mal. Altersschwäche ist okay. Ich hätte gerne Möglichkeit des Auslagerns. Auch wenn das ein bisschen makaber ist, aber es wird in Real Life ja auch gemacht. Na gut. Kein neues Schaf. Häuser sind weg. Das ging schnell. Und keiner hat gemeckert bisher. Na gut. Dann reißen wir noch mehr ab. Zack. So. Da unten das Haus steht auf. Wurde auch schon bezogen. Hier haben wir genug Häuser. Wir haben nicht ganz so viel zu tun. Wir könnten noch ein Feld bauen. Ich glaube, wir sollten auch noch ein Feld bauen. Und dazu hätte ich eigentlich ganz gerne mal neue Samen, weil immer nur Bohnen ist doof. Achso, das Ding können wir abreißen, ne? Ja.
Häuser abreißen, das da. Und Herdsmen. Einer weniger. Hühnchen sind bei 16 von 37. Holz ist okay, Stein ist okay, Feuerholz ist okay, Kohle ist okay. Wir haben kein Bier, wir haben keine Kräuter. Das mit den Kräutern finde ich komisch. Aber das ist durchgehend am Arbeiten. Und wir haben ein Krankenhaus. Sogar mit Doktor und allem, aber wir haben keine Patienten. Und wir können nicht nachgucken, wie viel er gearbeitet hat. Ich glaube, ich baue einfach einen Herbalist hier unten auch noch hin. Gatherer hat Herbalist. Zack, gib ihm. Ah, ist das schön, nicht auf das Holz achten zu müssen. So, die Wege hier werden alle schön gebaut. Die 15 Miner könnten wir mal zu Stonecuttern machen. Weil bisher hatten wir noch nicht wirklich viele Unfälle. Und es wäre schön, wenn wir durchgehend auch genauso viel Stein bekommen, wie wir Holz bekommen. Und wenn wir Fachkräfte, also wirklich ausgebildete Fachkräfte und nicht, ne? Die anderen. Wenn wir die hier hinschicken, bauen die vielleicht weniger Unfälle. Weil sie alle einen Helm tragen und sich mit Statik auskennen und wissen, dass Steine sehr doll wehtun, wenn sie runterfallen. Ja, ich glaube, ich mach das mal. Ich schmeiß mal ein paar Miner raus. Mach die zu Stonecuttern. So. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wir haben gleich 100 Arbeiter. Die doofe Farm hier ist weg. Das Obdachlosenhaus wird inzwischen benutzt. Sogar von ganz schön vielen Leuten. Das ist nicht so gut. Vor allem, weil sie wieder Zeug einlagern. Und der Platz ist frei. Also wir hätten jetzt gerne. Wir hätten gerne den Marktplatz. Das ist kein Marktplatz. Wir hätten gerne den Marktplatz. Hier. Und den Platz hier lasse ich frei für einen späteren zweiten Taylor. Hier sollte eine Farm hin. Und ich hätte gerne mehr Häuser. Damit wir keine Obdachlosen haben. Der Platz, wo hier vorher... Was war hier vorher? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da jetzt Platz. Hier auch. Direkt neben Marktplatz. Boah, ist ein schönes Haus drin. Ja, komm, hin damit. Und hier wollten wir eh noch ein paar hinbauen. So, bauen. Damit die Obdachlosen da rauskommen, weil die sind bestimmt nicht glücklich da drin. Ja, wir sind schon auf 4 Sterne runter. Das hatten wir noch fast nie. Sogar als die 50 Mann gestorben sind, nicht. Neues Kind, neue Arbeiter, 2 neue Studenten. Und ich sollte wesentlich mehr... Ja, wir haben ein Problem. Ich schicke die Leute aus der Mine weiter raus, dass nur noch 5 da arbeiten, nur noch 5 Stonecutter. Jetzt habe ich 16 Leute über. Davon brauchen wir aber gleich ein paar für die Ernte. Und ich wollte noch was machen. Herbalist brauchen wir gleich noch 2, aber das dauert, bis das Ding fertig ist. Ah, genau. Ich wollte Bilder bauen. So. Damit die ganzen Sachen auch irgendwann gebaut werden und ich nicht 3 Jahre lang zugucke, wie irgendwelche leeren Sachen hier rumstehen. Ah, ich hoffe, das funktioniert so richtig gut. Weil wir haben ja gesehen, als wir die Farm hier gebaut haben, die so nah am Marktplatz dran war, dass die quasi instant gelegt wurde. Also ich habe immer noch nicht geguckt, ob die wirklich mit Schubkarren ankommen, um die Kohlköpfe abzuholen. Aber das könnte gut sein. Nachteil ist, wir werden mehr von den Vendors brauchen. Obwohl die hier mit 2 auch ganz gut zurechtkommen, was ein bisschen irritierend ist, aber okay. Wir haben keinen Stein. Und ich habe das doofe Fenster wieder weggeklickt. Wir haben genug Eisen für eine ganze Weile, also Mine noch mehr raus. Und die beim Stonecutter rein. Du arbeitest nicht. So, wir haben frühen Sommer. Der Yield sieht dieses Jahr schon wesentlich besser aus. Ich glaube, wir haben neues Rind. Kein neues Schaf. Die Steinwege sind immer noch nicht fertig. Jedenfalls nicht alle. Das Moon wird immer lauter, weil es immer mehr Kühe sind. Doofes Pack.